Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RayDMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Runde auf dem Kanal. Und heute gibt es mal wieder Gönnergy, Leute. Ja, ihr seht schon im Titel, am Thumbnail, überall. Heute testen wir die neuen Gönnergy-Sorten von Montana Black. Die werden eigentlich erst ab dem 13. Juni im Handel draußen. Ich glaube, Kaufland, Rewe und so und danach die ganzen anderen Läden. Aber die sind schon da. Der 7. Juni ist heute. Und hier seht ihr die Gönnergy-Sorten im Hintergrund. Ihr seht schon, ich bin richtig aufgeregt und ich habe richtig Bock auf die neuen Sorten. Ich würde sagen, komm, wir starten mit Grün. Ich glaube, Arctic Ice ist somit das Spannendste, habe ich das Gefühl. Weil so Eisbonbon-Energy habe ich selber jetzt noch nie so richtig getrunken. Und hier haben wir Kaktus-Kick. Hier mal zum Fokus für euch. Was wir hier auf jeden Fall sehen können, ist ein Kaktus und dann ja so eine Frucht. Also ich vermute mal Kaktusfrucht oder wie auch immer das heißt, wird es sein. Und das ist so ein schönes grünes Design, ein sehr angenehmes Grün. Und wir starten direkt rein. Ich weiß, Leute, ihr wollt alle sehen, wie es schmeckt. Ich glaube, ich bin somit der erste YouTuber, der das jetzt so in Videoform so richtig präsentiert. Aber ich habe eben mal geschaut, gibt ein paar Shorts, aber sonst gar nichts. So, ganz wichtig. Boah, muss auch mal gelernt sein, Alter. Die waren auch im Kühlschrank, also eisgekühlt. Boah, ich bin echt gespannt, wie ist der Geruch? Boah, das erinnert mich direkt an den Red Bull Kaktus. Da gibt es doch auch so einen, ne? Erinnert mich vom Geruch her direkt daran. Jetzt bin ich mal wirklich auf den Geschmack gespannt. Ihr seht es, Leute, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe richtig Bock darauf. Tschüss, Alter. Holy shit. Boah, schon sehr süßlich. Aber hat jetzt zum Beispiel nicht die Süße von dem, ich glaube, Blueberry Coconut war das, ne? Sehr angenehm. Sehr angenehmer Kaktusfruchtgeschmack. Ich überlege gerade, was man da noch rausschmecken kann, aber eigentlich war es das. Also es ist wirklich so, wie man es sich auch vielleicht vorgestellt hätte. Noch einmal. Es ist halt schon ein sehr geiler Geschmack. So ein Geschmack, den man jetzt nicht häufig schmeckt, würde ich mal sagen. Deswegen Favorites. Bisher wirklich einer meiner Favorites. Ich sag jetzt sogar schon mal 8,5 von 10, weil der ist heftig. Der ist irgendwie so ein gesundes Mittelmaß, was die Süße angeht. Geschmacklich besonders. Nicht 0815. Design top. Also wirklich richtig nice. Kommen wir zum Arctic Ice. Design hier ist natürlich sehr, sehr nice. So ein Silber. Das ist hier so ein... Ich zeige euch das jetzt mal hier in der Rundschau. Ich hoffe übrigens, es war im Fokus. Ja, wir haben hier so ein schönes, helles, silbernes Design mit so einem blauen Aufdruck drauf, mit so ein bisschen Gelb-Elementen, also generell farblich. Und designtechnisch ist es schon sehr, sehr nice. Und Eisbonbon. Arctic Ice. Es soll richtig erfrischend sein. Also das erwarte ich davon. Jetzt ganz wichtig. Boah. Ich hoffe, das hat nicht übersteuert. Ja, ich bin... Boah, oh mein Gott. Da bin ich recht gespannt, weil ich kenne mich in dem Gebiet nicht so gut aus. Alter, das riecht voll. Das riecht voll nach so einem Bonbon. Also ohne Spaß. Also wirklich so Eisbonbon trifft es sehr, sehr gut. Das riecht sehr, sehr angenehm. Das erinnert mich an irgendwas. An irgendwas erinnert mich das, aber fällt mir gerade nicht ein. Wahrscheinlich aber auch an irgendein Bonbon, das ich irgendwann mal gegessen hatte. Okay, wir probieren direkt mal rein. Tschüss! Boah, ohne Spaß, der ist wild. Der ist auch so süßlich. Also der so richtig erfrischend ist der jetzt nicht. Also was ich gerade sagen wollte, nach dem Arctic Ice hat man nicht so dieses frische Aroma wie nach einem Kaugummi, Mentholkaugummi oder sonst irgendwas. Aber Update, ich habe das jetzt noch mal ein paar Schlücke mehr getrunken, ein bisschen gewartet. Man hat dieses frische Aroma. Ihr wisst, glaube ich, alle, worüber ich rede. Übrigens, die Farbe ist so ein bisschen hellbläulich, sehe ich jetzt hier gerade so ein bisschen am Rand. Über die Farbe konnte ich jetzt nicht viel sagen. Ich glaube, bei dem hier wird es ja so ein bisschen rötlich sein. Ja, geht so in die rötliche Richtung. Auf jeden Fall, man hat dieses frische Aroma. Also es ist gerade gut, vor allem irgendwie vor oder nach dem Sport oder im Sommer bietet es sich perfekt an, hier Arctic Ice sich zu gönnen. Eine wirkliche Überraschung, weil mit diesem frischen Kick hätte ich jetzt hier nicht gerechnet. Auch sehr, sehr angenehm. Das bleibt eine gewisse Zeit auch im Mund. Ein sehr angenehmer Geschmack, den man auch so noch nicht kannte. Also klar, von Bonbons oder irgendwie sowas. Generell bei den beiden, man kennt die Geschmäcker irgendwoher, aber hier ist es halt einfach nochmal sehr nice gemacht worden. Auch mit, dass hier kein Zucker drin ist, ist natürlich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Sehr, sehr, sehr nice. Bei dem gebe ich hier, ich sag mal, 7,5 von 10. Ich glaube nicht, dass der Geschmack jedem gefallen wird, aber mir gefällt's. Ist jetzt aber trotzdem nicht so ein Ding, dass ich überall in jeder Lebenssituation so trinken könnte. Da würde ich dann eher auf den Kaktus-Kick zugreifen. Leute, das soll es vom Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben in die neuen Sorten. Checkt mal bei euch im Laden aus, ob ihr die neuen Sorten auch schon sichten könnt und schreibt mal alle gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die neuen Sorten findet. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Teilt gerne das Video mit euren Freunden. Liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert
aktiviert die Glocke, um nichts mehr hier zu verpassen. Ich mache hier viel Gaming-Content. In dem Sinne, haut rein, habt noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Und natürlich danke an die Member und klick auf dieses Baba-Video hier, du wirst es nicht bereuen.